Mitten im Sommerloch reden wir heute über den Puff, seine Muttis, apropos Muttis, auch über die deutsche Fußballfrauennationalmannschaft, über Olaf Scholz und was das Ganze mit unseren Pfadfindern zu tun hat. Herzlich willkommen, mein Name ist Chris und das sind meine 2 Cent. Ja, meine lieben Freunde, wir müssen reden. Es fängt schon damit an, ich meine natürlich auch euch, meine lieben Freundinnen. Ja, der für mich vorhandene Unterschied ist wesentlich und wichtig und wird sich auch wie ein roter Faden durch das heutige Programm ziehen, denn wir fangen mal da an, wo Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, aufgehört hat. Hashtag Equal Pay, die gleiche Bezahlung für Fußballerinnen und Fußballer beim Erreichen des Europameistertitels bzw. des Weltmeistertitels. Unsere Mädels spielen ja, ihr seht, ich habe mich auch dementsprechend in Schwarz-Rot-Gold gewandelt. Derzeit eine super Euro in London, in England drüben. 3 Spiele in der Vorrunde, 3 Siege, 3-0. Jetzt geht es morgen Abend gegen Österreich. Also aller Achtung, das ist eine Leistung und Leistung sollte auch bezahlt und honoriert werden. Und da steht eine Summe im Raum, die unsere Mädels bekommen, wenn sie tatsächlich den Titel holen. Und ja, die ist deutlich geringer als die bei den Männern, aber sie ist doch relativ hoch und angemessen. Und das ist nicht das, was ich denke und was ich sage, sondern diese Meinung teilen Alexandra Popp und Martina Voss-Tecklenburg. Die beiden Damen, die das gesagt haben, sind nicht irgendwer, sondern unmittelbar Betroffene. Denn, oh Wunder, die eine ist die deutsche Bundestrainerin, die andere die Chefin mit der Binde. Das bedeutet, sie ist die Spielführerin der deutschen Fußballfrauen-Nationalmannschaft. Und beide haben gesagt, man möge den Ball doch hier bitte etwas flacher halten. Selbstverständlich wäre es schön, wenn man sich hier annähern würde, aber es ginge nicht nur um die Siegprämie, sondern man sollte hier eher darauf achten, dass es gleiche Rahmenbedingungen gäbe, unter denen trainiert und gespielt würde, dass Infrastruktur und Unterstützung hier auf ein ähnlich hohes Niveau kommen. Und da versprach Oliver Bierhoff, der Direktor im DFB, der dafür zuständig ist, dass hier schon sehr vieles auf einem guten Weg wäre. Was die Kohle betrifft, meinte Olaf Scholz auch, dass hier Spanien ein sehr gutes Vorbild sei. Und glaubt mir eins, ich bin gar nicht so weit weg von Spanien, denn ich sende hier gerade von Lanzarote und die Spanier haben hier einen anderen, aber nicht unbedingt einen besseren Verteilschlüssel. Und auch da wäre es einfach so, Olaf Scholz sollte vielleicht weniger über den Fußball der Damen twittern, sondern das ein oder andere Spiel besuchen. Denn mit seiner Anwesenheit würde er das Ganze adeln und er müsste sich nicht belehren lassen, dass das, was er da von sich gibt, praktisch falsch ist. Ja, aber wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Also ja, bei den Frauenfußballerinnen gab es in der Vergangenheit tatsächlich gewisse Probleme und die haben zum Beispiel mit dem hier zu tun. Das hier ist eine Kaffeetasse aus dem Servi New Wave von Villeroy-Boch. Wer jetzt glaubt, ich habe verdeckte Werbung in meinem Beitrag, der irrt. New Wave war das Präsent und Geschenk für die Teilnehmerin 2011. Villeroy-Boch hat sich damals überlegt, man muss aus einer PR-Flaute und einem kleinen Shitstorm, den man 1900 in den 80ern geerntet hat, als die Frauen zum allerersten Mal Europameisterin wurden und tatsächlich ein Kaffeeservice als Siegprämie als Europameisterin bekommen haben. Ja, man müsste da was tun und hat das dann verschenkt. Wir reden über das Jahr 2011 und davon sind wir mittlerweile Gott sei Dank weit weg. Warum das Thema aber für mich heute so spannend ist: Es geht nicht darum, wie viel der DFB bezahlt. Es geht darum, dass die Damen, die es betrifft, diese Leistung zu würdigen wissen und das auch laut kundtun. Das bedeutet, die Betroffenen stehen im Dialog und halten sich mit Forderungen nicht nur zurück, sondern verstehen die teilweise nicht. Und das haben sie gemeinsam mit den Sexdienstleistenden, die im Bundesverband eben genau solcher der Sexdiener und Leistungen hier in Deutschland derzeit gefordert sind. Denn Leila klingt aus den Lautsprecherboxen und soll trotzdem verboten werden. Auch hier sind es nicht die Betroffenen. Dann könnte man ja zuhören, wenn der Bundesverband der Sexdienstleister tatsächlich sagen würde: Leute, ihr tretet uns damit zu nahe. Wir haben ein Problem mit dem Song. Wir haben ein Problem mit der Darstellung unseres Jobs. Ja, da müsste man reden. Man müsste sagen: Ja, Leute, vielleicht krölen wir da etwas.
was die Betroffenen weniger lustig finden. Fakt ist aber, dass genau das nicht der Fall ist. Denn der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V., so heißt der Verein nämlich ganz korrekt, sagte und äußerte eine Vermutung, nachdem man gesagt hat, das Lied könnte man als gut oder schlecht empfinden, aber man sehe keine Veranlassung, sich hier kritisch zuzustellen. Man äußerte aber dann eine Vermutung in einem Post, und zwar, oder wird das Lied von den Sexkaufgegnerinnen instrumentalisiert und für ihre Agenda genutzt? Und genau da setze ich heute mit meiner Kritik ein. Ich persönlich bin nämlich der Meinung, es geht viel weniger darum, die Rechte der Betroffenen zu schützen, sondern wir haben wieder das Problem, à la Olaf Scholz, dass wir es mit Hijackern zu tun haben, mit Gangstern, die sich auf diese Thema setzen. Der Hijacker, der das Flugzeug in seine Gewalt bringt und ihm seinen Willen aufzwingt. Und genauso wird hier ein Thema umgedeutet. Das heißt, hier kommt es zu einer Aneignung. Und ihr kennt das ja alle, über die letzten Wochen und Monate redet man sehr viel über kulturelle Aneignung. Da wird über Dreadlocks gesprochen, die eine besondere Haarfarbe benötigen oder eine besondere Hautfarbe. Und ansonsten eben kulturelle Aneignungen sind. Und das zieht sich ja mittlerweile wie ein buntes Kaleidoskop durch verschiedene ethnische Gruppen. Und auch da ist es so, dass die Gruppen selber zum Teil die geringeren Probleme haben als unsere übereifrigen, moralingeschwängerten Pfadfinder. Wen meine ich damit? Nun, genau diese Pfadfinder, die jeden Tag ihre gute Tat vollbringen wollen und dafür alten Damen über die Straße helfen, ob die das wollen oder nicht. Und ich persönlich bin der Meinung, hier sollte man mit einem gerütteten Augenmaß mal dafür sorgen, dass nur diejenigen in den Ring klettern, die es wirklich betrifft. Und man sollte von diesen Diskussionsforen, Plattformen diejenigen fernhalten, die das nur als Projektionsfläche für ihre eigene Agenda betrachten. Denn glaubt mir eins, nichts ist schlimmer für die eigentliche Sache, als dass völlig Unbeteiligte sie hijacken und zu ihrem Thema machen. Denn damit leisten wir für die Beteiligten und die Betroffenen teilweise einen Bärendienst, denn für die bleibt dann kein Raum. Das waren meine 2 Cent. Ich drücke jetzt unseren Mädels morgen gegen Österreich die Daumen und freue mich drauf, wenn wir tatsächlich darüber diskutieren, wie viel Geld sie bekommen haben und ob wieder ein Kaffeeservier dabei war, wenn sie die Europameisterschaft hier dieses Jahr gewinnen. In diesem Sinne.